Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid bei meinem allerneuesten Haul-Video. Ja, mittlerweile mein dritter Iceflower-Haul. Ich habe wieder bei der lieben Silvi eingekauft. Und zwar ist das meine Bestellung von Ende Dezember. Und leider sind, glaube ich, die meisten Düfte nicht mehr im Shop erhältlich. Ich habe versucht, die Duftbeschreibungen zu finden. Habe aber nichts gefunden und ja, beim einen oder anderen kann ich euch leider nur sagen, wenn ich es so wahrnehme. Aber ich will es euch ja natürlich trotzdem zeigen. Die liebe Silvi hat mir auch ganz viel Gutes wieder mitgegeben, danke dafür. Und ich fange mit dem an, der nicht so meins ist. Ihr werdet jetzt gerade erkennen, wenn ihr seht, was für ein Duft ist. Und zwar ist da Fruit Loops Cake. Ja, ich und Fruit Loops sind momentan nicht so Freunde. Den Duft, den ich schon mal von ihr hatte, habe ich glaube sogar eine ganze Sandbowl. Ich glaube, ich habe sie aufgebraucht. Die habe ich, ja, glaube nicht mehr. Und zwar Breath of Wind. Und Breath of Wind ist eigentlich ganz ein klarer, frischer Wäscheduft. Mir ein Ticket zu penetrant hat um von dieser Sandbowl, den ich hatte, ziemlich viel weggegeben und das letzte Stück noch aufgebraucht. Also der wird wahrscheinlich leider auch wegwandern. Den Duft, den ich glaube aktuell, also ja, das ist immer die Frage, wenn ich es hochlade, aber jetzt im Moment gerade hat sie den glaube noch im Shop. Und zwar ist da Apfel-Holunderbeere-Punsch. Und ein süßlicher, fruchtiger Duft und Holunderbeere habe ich gern, aber leider mag ich ja nicht so Äpfelduft, darum ist das leider auch nicht für mich. Und das letzte Pröbli, ganz herzig, das sind so Herzli, wie die Bonbons, die es gibt, in der Duftrichtung Bubble Bath. Der Duft hat sie, glaube ich, auch noch im Shop und ja, das ist auch so ein bisschen so ein Wellness-Duft. Ein bisschen Wäscheduft, ähnlich wie Breath of Wind, aber viel dezenter und ein bisschen weicher. Also den werde ich wahrscheinlich in meinem Schlafzimmer ausprobieren. So, und dann gehen wir über zu meiner Bestellung. Und ich weiß gar nicht, in welchem Video ich das letzte Mal gesagt habe, habe ich ja geredet über Orange Chiffon Cake, das damals ziemlich zu Anfang einer meiner Lieblingsdüfte war. Ich aber ja ein bisschen von dem weggekommen bin und eigentlich momentan nicht groß das Verlangen habe, um den irgendwie nachzustellen. Und dann schaue ich da meine Bestellung auch von der Silvi und was habe ich mir gekauft? Das herzige Teil in der Duftrichtung Fluffy Orange Cake. Das ist so wie eine Schokitafel und da jetzt noch ein riesengroßer Stern. Ja, und Fluffy Orange Cake. Die andere Sache habe ich alle fast schon ausgepackt. Schmeckt eigentlich ziemlich ähnlich wie Orange Chiffon Cake. Und ja, eben da sieht man, ich habe ein bisschen den Überblick verloren, wenn ich schon habe oder bestellt habe und wenn nicht. Aber eben, nichtsdestotrotz, ich finde den Duft immer noch fein. Er ist einfach nicht mehr mein Lieblingsduft, aber eben durch das, dass ich jetzt eigentlich keinen Orange Chiffon Cake mehr in meiner Sammlung habe, ist das gut und eben ein schöner, kuchiger Duft mit einer schönen Orangennote. Also ich kann ihn eigentlich empfehlen. So, dann habe ich nur einen Scentshot bestellt und der ist jetzt, glaube ich, ausverkauft in ihrem Shop. Und zwar in der Duftrichtung Narcissist. Und finde ich einen super Duft. Es ist total ein starker, blumiger Duft. Aber der Duft hat es eben früher noch mal gegeben von Anis. Und den hat er, glaube ich, Silvi übernommen. Und er schmeckt authentisch wie der von der Anis. Ja, ein starker, kräftiger Blumenduft. Aber ich weiß nicht, ich verträge ihn und ich finde ihn mega fein. Und ja, kann ich nur empfehlen, vor allem für Blumenliebhaber. So, dann habe ich so einen Krabbekuchen bestellt, den ich auch ganz herzig finde. Mit so einem Stern eingestanzt und
Glitzer. Und da habe ich Duftrichtung. Blueberry and Sweet Buttercream. Und da muss ich ehrlich sagen, ich muss nicht in die Lampe tun, weil ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es tendiert ein bisschen zu dieser Blaubeere Richtung, die ich nicht so gerne habe. Die ein bisschen süßlich, künstlich. Aber es kann sein, dass die Sweet Cream da dann ein bisschen verfeinert. Mal schauen, muss ich mal testen. So, dann habe ich gerade nochmal die gleiche Fond. Einfach in Gel und Weiss. Und da gehe ich hier runter. Himmlisch, also wirklich super. Und das ist der Duft Süße Sünde. Und wenn ich mich nicht täusche, hat es da irgendwas Vanilliges drin. Ich glaube, es hat auch Erdnussbutter drin. Und einen Hauch Honig oder so. Also sicher Erdnussbutter und oh, sensationell. Ich glaube, das ist, also wir sind ja noch nicht durch, aber sicher einer von den Mitfavoriten von dieser Bestellung. Mega, mega, mega lecker. So, dann habe ich wieder so ein schönes Herzli gekauft. In rosa und ein bisschen dunklerem Pink. Und auch der schmeckt mega fein. Da habe ich leider die Duftbeschreibung nicht gefunden. Der Duft heisst, der hat sie jetzt nicht mehr im Shop, Süße Zuckerfee. Und was ich ganz klar erkennen kann, ist, er hat Pink Sugar drin. Und sonst noch was Cremiges oder noch was anderes Süßes, aber so im kalten Zustand kommt einfach Pink Sugar mit einer süßen Note raus. Also auch mega fein und wirklich Volltreffer, top. So, dann ein Duft, den ich auch schon mal von der Sylvie hatte, in einem kleinen Sendshot, wo sie ihr einjähriges Jubiläum hatte, habe ich mir die Clamshell gekauft. Und zwar ist da der Duft Wooden Dreams. Können Sie, dass sie den momentan noch im Angebot hat. Die Clamshell ist mega voll und oben hat es noch so schön ein dickes Herz drin und Glitzer natürlich. Und Wooden Dreams ist ein wunderschöner, für mich, Spa-Duft. Also ein bisschen, ja, ein bisschen hölzern, aber auch sehr weich und rund und hat irgend noch was Frisches drin. Und ja, ich finde das super für Schlafzimmer, Liebte. Und eben habe ich schon mehrere Cups von dem Duft, habe ich auch gekauft, stimmt. Wo es mal bei der Doris im Shop gegeben hat. Also ein super Schlafzimmerduft, wirklich empfehlenswert. So, kommen wir auch schon zum zweitletzten Produkt. Und das ist ein Duft, wo sie, glaube ich, auch momentan wieder im Shop hat und wo auch sehr begehrt ist. Und zwar, da ist eben da ist jetzt da mit dem Kleber passiert, dass der leider gerissen hat. Ist da der Duft Heiße Liebe. Und da hat sie so drei wie Brittles, auch mega herzig mit Herz und Glitzer und zweifarbig. Ja, und Heiße Liebe ist bei mir wieder so ein bisschen kritisch, weil es hat wieder mal Himbeere drin. Und es ist also sehr süßes Himbeere. Und ich glaube, es ist wieder der Himbeerduft, der mir nicht so gefällt. Also, ich denke, ich werde mal ein Stückchen probieren. Und dann mal schauen, ob er mir gefällt oder nicht. Aber jetzt von dieser Bestellung sicher nicht mein Favorit. So, und dann kommen wir mal zum letzten Teil. Der ist auch ganz ein herziges Kunstwerk. Zweifarbig, auch so ein Herz. Und dann oben sogar noch eine Waffel und Glitzer. Also wunderhübsch, wirklich sehr schön, Silvi. Ja, und das ist der Duft. Der ist, glaube ich, momentan auch nicht mehr im Shop. Zuckerplätzchen und Erdbeersahne. Und schmeckt sehr fein. Das Erdbeere ist nicht süß.
Was ich gut finde, nicht zu süß, sondern eher ein bisschen frisch, ein bisschen ins Süßliche rein. Aber ich denke, mit den Zuckerplätzchen wird dann da wirklich eine sehr schöne Kombination. Also auch top. Also, ja, von Mal zu Mal suche ich mir immer schönere Düfte aus. Also wirklich, bin mega happy mit dieser Bestellung. Ja, mein absoluter Favorit, wenn ich mich jetzt für einen müsste entscheiden, wäre da die süße Sünde, eindeutig. Also der ist Hammer. Den, ja. Also meine Lieben, ich will es nicht künstlich verlängern. Wir sehen uns sowieso bald wieder, drum ja, macht's gut und bis bald. Tschüss zusammen.